Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 2. Juli 2019. Die alten Mayas, und das war eine Hochkultur, haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Und dieses Kalendersystem war im Einklang mit der Natur, auch mit den kosmischen Einflüssen. Leider wurde ein Teil durch die Inquisition zerstört, aber ein Teil ist erhalten geblieben. Auch wenn für uns das etwas fremdartig erscheint, ich möchte diesen Kalender näher bringen. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Eine Welle bedeutet Töne, Frequenzen, Schwingungen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 ist die heilige Zahl der Mayas. Wir befinden uns gerade in der 16. Welle. Und das dauert bis 6. Juli 2019. Das ist die Welle von Kib. Das ist die Symbole dafür. Kib bedeutet übersetzt Eule. Und das ist das wichtigste Thema in diesen 13 Tagen, abschließend bis 6. Juli. Die Welle des Wissens, die Welle der Verzeihens. Regiert von Eule, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen und dort die Weisheit zu erlangen, in die Tiefe schauen, alter Schmerz loslassen, befreit zu sein von etwas, bedeutet auch inneren Wachstum. Der heutige Tag ist der 9. Tag dieser Welle. Die Zahl 9 wurde so gezeichnet bei den Mayas. Diese Zahl 9 bedeutet Geduld und Ausdauer, die Überblick haben über das Ganze und dann Vollendung, sich aber auch ausdehnen. Manchmal fühlen wir uns an unseren eigenen Grenzen gestoßen. Die heutige Energie ist Kan, das ist die Symbole dafür und bedeutet übersetzt Samen oder Netz. Und das heißt etwas aussehen. Und das soll auch Früchte tragen, das sind die Entwicklungsprozesse. Bedeutet aber vernetzt zu sein, bedeutet auch Gemeinschaft zu haben. Außerdem vermittelt Kan noch Talente, Kreativität, Handeln, Umsetzung von Träumen und Projekten. Ist auch die Zeit der Regeneration und Handeln. In unserem Körper steht in Verbindung zu unserem Nieren, Bindegewebe und Wirbel. Die Krafttier ist heute Salamander. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.